Ich muss sofort in den Hof. Ich hoffe, du hast einen Plan, Clive, denn falls nicht, sind wir geliefert. Kannst du stehen? Komm schon, Lord Rossfield! Ich hab dir doch nicht etwa den Appetit verdorben! Schluss damit! Ja? Es wird Zeit, den nächsten Gang aufzutischen! Mal sehen, wie er dir schmeckt! Hier, Jill. Danke, Gav. Haltet durch. Wir kommen hier raus. Und Torgal? Danke. Mal seit wann kann Torgal denn dieses Kunststückchen? Ihr habt es gehört! Später. Erst kämpfen wir. Ich zähle auf dich, Torgal. Garuda!
Geschafft. Fürs Erste. Ich wette, das waren nicht die Letzten. Die werden nicht aufhören, uns zu jagen, bis Kupka stirbt. Also geh da rein und bring es zu Ende, ja? Geh. Wenn noch mehr kommen, halten wir sie auf. In Ordnung. Seid vorsichtig. Meine Hand. Du kommst spät. Probleme gehabt? Keine, die nicht lösbar gewesen sind. Das freut mich. Und nun bist du hier, um diesen Thron zu verteidigen, Lord Rossfield? Das Großherzogtum Rosaria. Ein Reich ohne Herrscher, ohne Armee, sogar ohne Volk. Ein buchstäbliches Reich aus Staub. Ein Thron? Brüchiger Stuhl, sollte ich sagen. Nein! Mit den Spielchen, Kupka. Was zur Hölle willst du? Sitz Kopf auf einem Tablett. Stell dir meine Enttäuschung vor, als ich erfahren habe, dass ich ihn nicht töten kann. Und meine Erleichterung, als du seinen verfluchten Namen angenommen hast. Dieses Monster hat Benedicta ermordet und ihre Leiche geschändet. Wer sein verfluchtes Erbe antritt, wird auch für seine Verbrechen büßen. Die einzigen Verbrechen, für die ich büße, sind meine. Sid war derjenige, der versucht hat, sie zu retten. Aber dafür war es schon längst zu spät. Also habe ich es zu Ende gebracht. Ich habe sie getötet, Hugo. Du? Du hast sie getötet? Richtig. Eine Fügung des Schicksals. Ich habe höchstens noch darauf gehofft, auch ihm einen geliebten Menschen zu nehmen, ihm das Gleiche anzutun. Doch es ist noch so viel mehr. Wahre Rache wurde mir gewährt. Wir hatten einen Traum. Ich würde zum König der Welt. Sie, meine Königin. Und
zusammen würden wir herrschen wie wahre Götter! Du hast diesen Traum zerstört, also ruiniert! Hör her, Rossfield! Du wirst büßen, und zwar mit dem Tod! Ich reiß dich in zwei mit meinen bloßen Händen! Und was denkst du? Wie viele du getötet hast? Wie viele Träume hast du ausgelöscht? Du bist nicht der Einzige, dessen ganze Welt in die Brüche gegangen ist. Du kriegst kein Mitleid von mir, Kupka. Kein Mitleid und keine Gnade. Jetzt sterb! Und jetzt erfährst du, was denen geschieht, die es wagen, mich zu stören. Stören? Ich werde dich töten! Ah! Zu langsam! Ausradieren, Rossfield! Mein Hass für dich ist uferlos, unerbittlich! Dieses Schloss wird dein Grab! Was? Oh, verdammt! Das Schicksal hat entschieden. Ich bin in meinem Element. Es gibt kein Entkommen. Die Erde ist und bleibt mein Element. Yeah!
meine Hände! Meine Hände! Sei verflucht! Ich töte dich! Ich töte dich! Ich töte dich! Dich töten! Nicht doch, Hugo. So viel Aufregung ist ungesund. Warte! Ein andermal, Mythos. Waren das alle? Ich denke schon. Valuter Abschaum. Wer hat die bitte eingeladen? Aber heute gab's ja noch eine viel größere Überraschung. Wo hast du das denn gelernt, Torgal? Du sagst es nicht? Wie du meinst. Geoff, suchen wir Clive. Ach, entschuldige. Ihr habt einen übersehen. Wir haben uns Sorgen gemacht. Ich mir auch. Ich war so nah dran. Ohne meine verdammte Gabe wäre er mir nicht entkommen. Ich bin froh, dass du überhaupt noch lebst. Wann sind die Valuta aufgetaucht? Nachdem du ins Schloss bist. Gerade als wir mit Kupkas Trupp fertig waren, da kam Odins. Waren aber kein Problem für uns. Ach nein? Hättest du mal den bei Kupka gesehen. Also sind sie gekommen, um ihn zu retten? Keinen blassen Dunst, was sich hier abspielt, aber während wir uns das Hirn zermartern, geht uns der Bastard mal wieder durch die Lappen. Wie geht's jetzt weiter? Erstmal zurück zum Versteck. Ich bin erledigt. Und du siehst auch geschafft aus. Und alles, was Jill erlebt hat. Für Kupka ist immer noch Zeit, oder? Ja, hast recht. Dem Rätsel deines magischen Mischlings könnten wir dann auch nachgehen. Na, wie geht's dir? Lass uns heimgehen.
Jetzt sieh dich doch nur an. Dein Körper macht das nicht mehr lange mit. Du hattest versprochen, besser auf dich aufzupassen. Genug mit den Ausflüchten, Jill. Oder muss ich dich ans Bett fesseln? Nein. Ist gut. Keine Angst, Kev. Taya hat sie im Griff. Ja, aber im Griff hatte Kupka sie leider auch, als er noch greifen konnte. Fragt sich nur, wo er jetzt ist. Und was die Valuta dort zu suchen hatten. Darüber habe ich auch die ganze Zeit nachgedacht. Vielleicht hat Otto etwas gehört. Ich frage ihn. Und ich rede mit Harpo. Mit Harpokrates? Worüber denn? Ja, über deinen treuen Vierbeiner zum Beispiel. Wenn ein anderer Hund als Torgal sowas je gemacht hat, wird Harpo darüber gelesen haben. Ich mache mir vor allem Sorgen, was ihm passieren könnte. Ich bin ja froh, dass er unsere Ärsche gerettet hat, aber wenn er den gleichen Preis zahlt wie Jill? Ja. Halt mich auf dem Laufenden. Mach ich. Du aber auch, ja? Jill, hör auf Taya. Durch. Versprochen.